Heute bewerten Leontin und ich jeden einzelnen Skin in Brawl Stars und entscheiden, welcher Skin ist der beste für jeden Brawler. Let's go! Ja! Mit Shelly an und werden jetzt für jeden Brawler den besten Skin bewerten. Leontin, einen Skin gibt es ja bei Shelly. Du kannst ein paar durchklicken, ne? Dann siehst du dir ja immer. Ein paar, also einen habe ich nicht, und zwar Star Shelly. Leute, ihr wisst es ja eh. Ihr seht immer eingeblendet, ne? Ihr wisst es, Leute. Aber Leontin, du darfst jetzt erstmal entscheiden, welchen Skin findest du am allerbesten bei Shelly. Schau mal, ich habe richtig krank viele. Ich finde die hier sogar am krassesten. Echt? Von allen Shelly Skins? Allen Shelly Skins. Okay, Leute, das bedeutet, bei Leontin ist bei Shelly einfach mal der gute alte Prinzessin Shelly der beste. Aber warum eigentlich? Findest du den krass? Nein, der sieht echt krass aus. Der ist cool, ne? Hat auch geile Effekte. So, Leute. Und dann zeige ich euch jetzt nochmal kurz meinen Lieblings-Shelly-Skin. Ne? Ihr könnt es, wie gesagt, in die Kommentare schreiben, mit wem ihr übereinstimmt. Mein Lieblings ist Hexe-Shelly. Und ich würde sagen, der zweite Brawler ist der gute alte Ehrenbrawler Danita. Hier habe ich auch alle Skins, die es hier gibt, Leute. Bin mal sehr gespannt, wie du... Ja, guck mal weiter durch. Schieber Danita. Schreibt euren Lieblings-Danita-Skin auch mal in die Kommentare. Oh, Gummibär Danita. Wie findest du den? Weißt du, soll ich ganz ehrlich sagen? Was ist dein Lieblings-Danita-Skin? Gummibär Danita. Echt jetzt? Ja. Also, ey, du musst dir den Bruce angucken. Der sieht so geil aus bei dem Skin. Also, einfach mal für Leontin, der Lieblings-Danita-Skin. Setz dir mal den Bär. Das ist ein riesiger Gummibär, guck. Lol. Der ist geil, ne? Ja, wann ist der denn rausgekommen? Boah, das ist schon länger her, so über ein Jahr. Also Leute, mein Lieblings-Danita-Skin übrigens finde ich Nian-Danita, weil ich finde hier den Blues auch richtig krass und der hat so übelst geile bunte Farben. War ein Power-Liga-Skin damals, jetzt ist es ein Ranked-Skin. Ich würde sagen, nächster Brawler. Der nächste Brawler ist Colt. Und auch hier habe ich alle Colt-Skins, wie gesagt, die es gibt. Schau mal, kannst ein paar durchklicken. Das ist ein OG-Skin, der Dynastie-Agent. Wir haben noch den gesetzlosen Colt, den Corsair-Colt und so weiter. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was ist dein Lieblings, von den Colt-Skins? Okay, welcher? Soll ich dir sagen? Welcher? Auf jeden Fall der nicht. Der nicht? Der hier. Der Banone-Colt? Ja. Okay, dann gehen wir auf Ausprobieren und zeig den. Alter, aber der ist auch geil, der schießt so Bananen, ne? Ja. Den findest du von 1 bis 10? Richtig. Der ist krass, ne? Okay. Also Leute, mein Lieblings-Colt-Skin ist ein anderer Leontin. Und zwar einfach mal der Mecha-Colt. Den Colt kenne ich ja gar nicht. Ja, der ist noch nicht rausgekommen, aber das ist mit Abstand mein Lieblings-Colt-Skin. Schau dir mal an, wie krank der ist. Lol. Heftig, ne? Ja. Und der hat tatsächlich auch Farbvariationen. Zum Beispiel den hier. Guck mal. Ruchloser Mecha-Colt, Digga. Und das ist, würde ich sagen, der krasseste von allen. Das ist mein Lieblings-Colt-Skin und den zeige ich dir jetzt mal. Okay. Oh mein Gott, Leute. Schau dir den einmal an. Lol, ist der krass. Wow, guck mal, so ein Laser hat der. Jetzt schau mal. Boom. Schau mal die Effekte auch. Geil, ne? Die auch, der hat so eine Tötungsanimation, so eine richtig krasse. Genau, das ist mein Lieblings-Colt. Also Leute, als nächstes gehen wir zu Bull. Und hier habe ich tatsächlich auch alle Bull-Skins. Wir haben zum Beispiel den Wikinger, ne? Die Quarterback, beide Farben. Wir haben Barbarenkönig. Gold, Silber, wie immer. Der Kosmoskämpfer. Löwe-Bull zum Beispiel auch. Streuner-Bull, Bull-Mang. Boah, ich glaube sogar Streuner-Bull. Der hier? Streuner-Bull. Boah, okay, krass. Das ist dein Lieblingsskin. Ich würde sagen, den tun wir auch noch mal kurz zeigen. Krass, also auf jeden Fall nicht mein Lieblings-Bull-Skin. Hä? Ey, wir haben echt krass unterschiedliche Meinungen, aber genau, zeig mal. Ja, genau, das sehen wir hier schon, ne? Leute, mein Lieblings-Bull-Skin ist tatsächlich, ich zeig's euch, und zwar der Bull-Mang. Aber ich finde den Bull-Mang am krassesten, weil der so lustig aussieht, Leute. Das ist mein persönlicher Lieblings-Bull. Da, Leontin, kommen wir zu Brock als nächstes. Alter. Und zwar, schau mal, hier haben wir auf jeden Fall Beach-Party-Brock, Brock-Dancer, Löwentänzer-Brock, Hot-Roller-Brock, Super-Ranger-Brock, Oldschool-Brock, Silber, Gold, Kurier-Brock mit dem Paket, Zom-Brock, Zeus-Brock und den Raketenflug Brown. Ey, ich bin ganz ehrlich. Ja. Zeus Brock. Zeus Brock, ne? Ja. Okay, das heißt, den Zeus Brock testen wir einmal kurz aus. Den finde ich auch geisteskrank heftig. Das ist auch mein Lieblingsbrock tatsächlich. Aber ich finde auch den neuen übrigens sehr geil. Diesen Teddybär sozusagen. Finde ich auch ultra krass. Aber let's go.
Der hat halt diesen, Alter, diesen ultra kranken Blitzeffekt, ne? Das ist sau heftig. Und die Ulti ist anders krank. Mach mal die Ulti auf diesen, in der Mitte, genau. Oh, Alter! Guck mal, diese ganzen Blitze. Der ist heftig, ne? Ist auch mein Lieblings-Brocksken. Da haben wir jetzt die gleiche Meinung. So, der nächste Brawler ist der Boxer. Wir haben einmal den Rudo, den Ray, Brown, Gold, Silber, Atom, den Universario, Club National, bla bla bla. Den grünen Drachen, pinken Drachen, Tigro, das ist so ein Tiger, den El Corazon, den hier oder den El Quarterback. Was denkst du, welcher ist am krassesten? Ich find's am krassesten. Der hier? Ja. Der Majordomo? Krass, echt? Okay, Leute. Ich habe auf jeden Fall eine andere Meinung, aber auch krass, dass du den am besten findest. Jetzt zeigen wir mal. Magst du den gar nicht? Den finde ich gar nicht so krass, ne? Warum? Warum gefällt der dir? Ich mag den einfach, der ist cool. Der sieht krass aus, sagst du? Ja. Ja, okay, okay. Ich glaube, der hat aber nicht mal eine Ulti-Animation, eine besondere, oder? Doch. Sag mal. Ja, doch, stimmt, hat er sogar. Leute, beim Boxer, schau mal, gibt es den El Baby Hai. Was? Und Leute, das ist natürlich mein Lieblings-Boxer-Skin. Oder doch, das ist, glaube ich, auch mein. Ist auch deiner? Ja. Ey, Leute, den müssen wir noch mal ganz kurz zeigen, weil der ist ultra, ultra geil. Warte, wann kommt der? Boah, ich weiß gar nicht, wann der kommt. Aber der kommt, wenn dieses Baby-Shark in Brawl Stars kommt. Baby-Shark. Schau mal, oh mein Gott, der schlägt so heil. Nein. Doch, guck mal. Was? Boah, Alter, der ist richtig geil. Alter. Das ist mein Lieblings. Let's go. Dann, Leute, kommen wir als nächstes zu Barley. Oh. Und zwar haben wir geisteskrank viele Barley-Skins auch wieder. Wir haben den goldenen Barley, Magier-Barley, Beckley, Ahorn-Barley, roter Magier, Gold, Silber, wie immer natürlich, Leute, Einhorn-Ritter und den Kung-Fu-Meister. Welchen findest du am besten? Ich glaube sogar Beckley. Beckley? Genau, Leute. Beckley Barley hat quasi diese Torten, ne? Ja. Und zack, die ganzen Torten. Ich muss sagen, ich finde tatsächlich am besten bei Barley den Kung-Fu-Meister Barley. Nein. Doch, den finde ich am besten, weil der so coole Kung-Fu-Tricks macht. Als nächstes haben wir Poco, Leute. Die haben wir einmal Serenadensänger, Pirat, ne, Poco-Star, den Loco-Poco, Gold, Silber, Desperado und den CCTV-Poco. Boah, CCTV-Poco. Echt? Ja. Okay, krass. Das ist auf jeden Fall der Lieblingsskin von Leontin. Achtung, nicht am Kabel. Und deiner? Meiner ist tatsächlich ein anderer. Wie immer, man kennt Leute. Aber es geht ja auch um Leontins Lieblingsskins. Den findest du krass, ne? Sehr geil, Leute, okay. Ich würde sagen, meiner ist tatsächlich in dem Fall der Loco Poco. Ich wusste es. Der ist krass, finde ich. Let's go. Also, wir kommen jetzt zur Boxerin. Und zwar hat sie einmal Brawlerin Rosa, Kokosnuss, Major, Gold, Silber, Mantis und Cheerleaderin Rosa. Warte, darf ich kurz noch einen Skin anschauen? Ja, welcher gefällt dir am besten? Ich glaube Cheerleaderin. Ja, bei mir auch tatsächlich, Leute. Da sind wir uns einig. Der ist auch der neueste, ne, von der Boxerin. Und der, finde ich, sieht schon echt sehr, sehr geil aus. Und zwar, Leute, ihr seht's. Zack. Lol. Boah, der hat schon echt geile Effekte, Leute. Und genau, ist auch kein ultra teurer Skin, soweit ich das weiß. Also ist eigentlich ganz geil. Schau mal. Boah, guck mal, der hat so einen Effekt bei diesem Schild. Siehst du das, ne? Das ist sehr krass. Also, bei Jessie haben wir einmal Drachenritterin, ja. Sommerfan, ja. Schattenritterin, ja. Tanuki Jessie, rote Drache, Gold, Silber, Katzenbanditin, Puppe Jessie. Und Leute, ganz neu. Und zwar gibt es noch neu den hier. Lol. Skadi Jessie. Alter, ist der krank. Lol. Und das ist tatsächlich auch mein Lieblings-Jessie-Skin. Und bei dir? Ich glaube sogar Puppe. Puppe? Ja. Okay, ich würde sagen, trotzdem, weil es mal ein neuer Skin ist, Leute, zeigen wir euch den mal. Also Leute, bei Leontin ist wie gesagt Puppe Jessie. Bei mir ist es der hier, weil der einfach so Sterne, Digga, als Attacke hat. Ich wollte gerade nur mal sagen, Puppe Jessie, genau. Oh, hab ich's? Und guck mal, die hat einfach so einen kleinen Wolf oder so als Attacke. Richtig geil. Also Leute, bei Dynamike haben wir einmal Weihnachts-Mike, ja. Chili-Koch, ja. Robo-Mike, ja. Coach-Mike,
Page Mike, PSG Mike, Flamengo Mike, Ligobito, Givas, dann nochmal den Schimmligen, Gold, Silber, klassischer Tengu Mike und es gibt ja noch den neuen Ranked Skin, den seht ihr jetzt mal hier eingeblendet, den habe ich hier noch nicht freigeschaltet und auf dem Deathbit gibt es den da auch nicht. Ich sag es. Welchen? Schimmliger Spa. Schimmliger Mike? Ja. Okay Leute, ey, ich bin ehrlich, das ist auch mein Lieblings-Dynamike-Skin. Auch der neue ist sehr krass, der neue Ranked Dynamike Skin, den seht ihr mal hier eingeblendet noch. Aber den meiner Meinung nach, den hast du sogar, ne? Krass, das ist heftig. Aber ich finde, der hat richtig geile Effekte, der hat diese Stinkwolke, der diese, ja, diese Teile und diesen Käse, weißt du, der so stinkt. Richtig geil. Leute, bei Tick haben wir einmal den Krabbenkönig Tick, Schneemann, Gold, Silber, den Schuki und den Cerberus Tick. Ich bin ganz ehrlich. Der Cerberus, ne? Nee. Nee? Nein. Welcher? Schoki! Was? Ja. Das ist dein Lieblingstick? Schoki. Bro, macht ja gar keinen Sinn. Aber nicht wegen dem Skin, wegen dem Namen. Ach so, aber den, also ich finde auf jeden Fall den Cerberus-Tick. Krass. Bei 8-Bit haben wir einmal 8-Bit Classic, ja? Virus 8-Bit, Saloon 8-Bit, Silber, Gold, V8-Bit, Spukhaus. Oder auch den Antivirus. Spukhaus. Spukhaus. Krass, okay. Dann gehen wir in den Spukhaus 8-Bit, Leute. Nee, mein Lieblings ist der Virus 8-Bit. Aber auch... Was? Ja. Der ist zwar auch sehr, sehr geil, ich bin ganz ehrlich. Aber ich finde trotzdem den Virus oder Antivirus. Mir egal. Den finde ich am besten. Rico, Leute. Da haben wir einmal den reichen Rico. Ja. Popcorn, Ricochet, Wächter Rico, Gold, Silber, Hühnchen und Leuchtkäfer. Warte, dir fehlt dieser 3D-Dings, dieser Ranked. Okay, Leute, den Ranked Rico haben wir jetzt nicht, den seht ihr hier mal eingeblendet. Welcher ist dein Lieblings-Rico? Der Ranked Rico. Der, okay, den seht ihr jetzt eingeblendet, Leute. Dann, Leute, kommen wir jetzt zu Daryl. Und zwar haben wir einmal Dimsum, Maskottchen, Gold, Silber, Daryl, Omega Box, nee, sorry, Mega Box Daryl. Omega Box Daryl, Crash Test Daryl, Törtchen Daryl. Genau, welchen findest du am besten? Darf ich mir noch kurz einen anschauen? Törtchen Daryl? Ja. Krass, bei mir auf jeden Fall nicht. Hä? Die haben ja einen ganz anderen Geschmack. Digga, Omega Box Daryl ist doch viel krasser wegen der Nein. Omega Box. Nein? Nein. Digga, Halsa, wie krass. Also Omega Box ist dein Lieblings. Hä, natürlich. Logisch. Die Omega Box ist zu krank und der war gratis damals der Skin. Aber der ist auch cool. Stimmt, der war auch. Der stimmt, ja. Ich hab den auch. Dann kommen wir zu Penny. Wir haben einmal Helferlein, Häschen, dunkles Häschen, Schmugglerin, Gold, Silber oder Waschbär Penny. Schmugglerin. Schmugglerin Penny? Krass, den finde ich auch richtig geil. Das war der aller. Nee, der. Doch, der allererste Powerliga-Skin war das damals, wo das neu rausgekommen ist. Das ist schon ultra, ultra lange her, Leute. Den habe ich direkt am ersten Tag komplett erspielt damals. 100 Spiele musste man dafür spielen, glaube ich. Was? Ja, sehr, sehr krass, Leute. Das kennt man heute gar nicht mehr. Heute kriegt man die viel einfacher, die ganzen Skins. Let's go. Dann haben wir jetzt Karl, Leute. Wir haben einmal Rowdy Karl, Schweinereiter, Leonard, Kapitän, Schwarzufer Karl, Super, Surfer Karl, Silber, Gold, Biker, Sultan Karl oder den Kobold. Surfer, ich glaube Surfer. Surfer Karl. Okay, dann bei mir wäre es tatsächlich der Sultan Karl gewesen. Aber der Surfer Karl ist auch ganz geil, Leute. Der hat diese richtig krassen so Wassereffekte und sowas, ne? Da finde ich auf jeden Fall auch einen ganz geilen Skin. Als Ulti. Guck mal hier, so ein Wasserstrudel hat der. Sehr, sehr geil. Dann haben wir Jackie, Leute. Okay. Und da haben wir Konstrukteurin, Ultrafighterin, Jetski Jackie. Geschenk Express, Gold, Silber oder Jackie Cookie. Jetski. Bei mir auch tatsächlich. Finde ich auch am allergeilsten den Jetski Jackie, weil einfach Jackie auf so einem Jetski rumfährt. Ja. Wie in Dubai, weißt du so? Das ist richtig geil. Schau mal. Boom. Mit Alter. Mini-Jetski und dann guck was? Diese Wasserattacke. Die macht auch schon Schaden. Die ist heftig, ne? Warte, was die. Das ist krass. Die ist krass, ja, finde ich auch am besten. Also, als nächstes haben wir Gast. Da haben wir einmal den World Champion Gast. Der ist richtig nice. Dann den Gold, Silber, Pfadfinder oder auch den Sally mit Ballon. Sally mit Ballon. Den? Ja, ey, der ist no joke geisteskrank geil. Also finde ich auch am besten. Der ist auch relativ neu wieder. Also das ist der neueste Gastskin, glaube ich auch. Nee, ne? Der ist auch relativ selten.
So, Leute. Zack, zack, zack. Und... Zack. Boom. Guck, dieses Ballon-Ding. Was bringt das eigentlich? So, ich kann das kann man ja auch auf sich drauf machen, das Schild. Guck. Hat man diesen Ballon. Richtig geil. Dann haben wir einmal Bo. Oh. Alter, schau mal. Mecha-Bo. Okay. Licht-Mecha-Bo. Gold-Mecha-Bo. Horus-Bo. Unterwelt-Bo. Krieger-Bo. Gold-Bo. Silber-Bo. Ho-ho-ho-Bo. Vespe-Bo. Obergottheit-Bo. Platin-Gottheit-Bo. Jetzt bin ich mal gespannt, Leontine. Ho-ho-ho! Den? Ja. Hä? Was? Wirklich? Ja. Lol. Ja, okay. Dann testen wir den kurz aus. Meiner Meinung nach tatsächlich dieser Gottheit-Bo. Wirklich? Ja, ja. Wieso denn Ho-Ho-Ho-Bo? Weil er erstens lustig aussieht. Zweitens, ich mag Weihnachten. Schau mal diese Schüsse. Also, du magst einfach Weihnachten, ja. Dann haben wir Ems, Leute, als nächstes. Wir haben einmal Mean Girl Ems. Dann haben wir Gold, Silber, Superfan Ems, DJ Ems oder auch Harajuku Ems. Das ist quasi dieser Wednesday-Skin. All dance, dance, dance. Move my hands, hands, hands. Ich glaube, Superfan. Ja, bei mir auch, weil der diese ganzen Brawler-Bestandteile drin hat von anderen Brawlern. Spike, Spike-Socken. Hast du nicht gesehen? Nein. Hä? Lol? Krass. Der hat ja von ganz vielen Brawlern so Sachen mit drin. Darf ich mal schauen gleich? Ja, ja. Und deswegen ist das halt mein Lieblingsskin. Der hat jetzt nicht so Effekte wirklich, Leute, aber... Warte, ich will noch. Guck mal, Tickmütze hat der. Dann hat er hier Spike-Socken, Jesse geschützt, hier eine 8-Bit-Tasche, der hat Karl-Ohrringe, Poco-Tasche und so weiter, ne? Wir haben als nächstes Stu, Leute. Okay. Und zwar haben wir da einmal den Superstar, okay. Schmu, kopfloser Reiter, dann den Gold, den Silber, den Sportler-Astu und noch den Stu-Weihnachtsmann hier. Aber ich glaube, Stu-Weihnachtsmann. Stu-Weihnachtsmann. Okay, dann kaufen wir den mal, Leute. Ich weiß auch gar nicht, warum ich den überhaupt nicht habe. Genau, Leute, den habe ich verpeilt leider zu kaufen, deswegen habe ich ihn nur auf dem Dev-Bild, aber es ist ein sehr geiler Skin. Bei Piper haben wir einmal Pinke Piper, Calavera Piper, Liebesbotin Piper, Gold, Silber, Schoko, Mondlicht Piper, Schmetterling Piper oder Fahnenträgerin Piper. Ich glaube Mondling. Mondlicht? Ja, Mondlicht, weil die so bunt ist. Ja, das ist auch mein Lieblings-Piper-Skin. Richtig geil, weil ich finde auch, Leute, der hat richtig geile Effekte, so. Richtig schöner Skin. Und zwar, Leute, zum Beispiel auch hier dieser Schuss, den finde ich Anton sehr cool. Anton sagte mal bei der Piper, Piper mit der dicken Sniper. Ja, Piper mit der dicken Sniper. Dann haben wir Pam, Leute. Und zwar haben wir einmal Cool-Prinzessin, Königin, Gold, Silber oder Stonks Pam. Poolprinzessin. Was? Aber warte, warte. Das ist der schlechteste Pam-Skin meiner Meinung nach. Soll ich dir was sagen? Was? Soll ich dir aber sagen, warum? Hm? Nur wegen dem Namen. Ja, gut. Bei mir ist es Böse Königin mit dem Drachen. Ich bin viel, viel heftiger wegen dem Drachen und so. Und der hat geile Effekte und so. Eigene Voice-Lines. Okay, Leute, Leontin sieht scheinbar nicht so wie ich. Aber ja, einfach die Poolprinzessin. Also, Leute, bei Frank haben wir Höhlenmensch, okay. DJ Gold, Silber, Weihnachtsfeier, Geisterritter. Der ist richtig krank. Alter. Nara Frank, aber Leontine. Ja. Ne, das sind ja schon echt krasse Skins, aber ich glaube, mein Lieblings-Frank-Skin ist ein anderer. Du kannst dann auch gleich sagen. Und zwar gibt es noch einmal den Was? Roten König Frank und den blauen König Frank von Clash Royale. Den blauen. Ey, ich glaube, das könnte sogar auch mein Lieblings-Frank-Skin sein, weil ich den sehr, sehr cool finde. Der passt halt richtig gut zu Clash-Story, sieht man hier schon, ne? Ja. Ganz. Wie viel hat der gekostet? Der hat 300 Gems gekostet. Das ist ein legendärer Skin. Und ich zeig dir jetzt mal die Effekte. Die sind auch ultra krass, meiner Meinung nach. Warte, darf ich kurz raten? Mhm. Da kommen so diese Dinger. Wie heißt diese Flaggen? Oder die Türme, ne? Was war das? Boah. Was sind das? Guck mal, hier diese Flagge. Siehst du? Ja, Alter, ja, das ist echt stark geschätzt. Boom. Boah, da waren die Türme. So ein geiler Skin, no joke. Ja. Dann haben wir bei Bibi einmal Heldin, Zombie-Bibi, Verbrecherin, Böse-Bibi, Gold, Silber, Bibi RJ, Kaugummi-Bibi, Verfluchte Piratin. Welchen findest du am besten? Bisher noch keinen, du hast ja noch anderen. Aha, das weißt du schon? Ja. Ach so. Denn Leute, wir haben noch tatsächlich den hier. Und zwar Thor Bibi, Digga, der ist saukrass. Den finde ich am krassesten. Verfluchte Piraten hatte ich ja schon, aber den Thor Bibi. Den, wegen Thor, ne?
Leute, ich auch tatsächlich. Also muss ich auch sagen. Weil da, ich weiß sogar schon die Effekte. Ja, das ist crazy. Leute, der Skin ist richtig krass. Ja. Ihr seht schon die Effekte. Boom. Oh, Alter. Ich will kurz die Ulti sind halt mal wie, sehen. Digga, und wenn man jemanden tötet, fliegt dieser Torhammer vom Himmel, siehst du? Boah, Alter, das ist so krank. Der Skin ist geisteskrank. Heftig. Bei B haben wir Marienkäfer, Megakäfer, Neko, Goldneko, Erzschurken, Gold oder Silber. Welchen Gold, findest du am besten? Goldschurken. Goldneko? Ja. Den finde ich auch am besten tatsächlich, Leute. Auch mein Lieblings-B-Skin. Der funkelt richtig geil und der ist von dieser Katze inspiriert bei diesem chinesischen Restaurant. Kennst du diese Ring, ne? Oder auch Burger, Pommes auf die Eins. In den Burger rein. Let's go, Leute. Zack. Boom. Richtig geile Effekte, meiner Meinung nach auch. Boom. Ich spiele eigentlich gar nicht so viel Baby. Ich mag Bee sehr gerne. Leute, bei Nani haben wir einmal Retro, okay. Sally Nani, Gold, Silber, Glocke oder Ares Nani. Was meinst du, welcher? Und welcher? Ich glaube Sally. Sally? Ja. Bei mir ist es tatsächlich Ares Nani, aber ich würde sagen, wir spielen. Schau, der sieht so lustig aus. Der sieht lustig aus? Ja. Ja, das stimmt. Der hat auch eine sehr coole so Ulti und auch coole, lustige Effekte. Was so. Ist das? Guck, dieser Helikopter, dieser Mini-Helikopter, der ist schon geil als Ulti. Wir haben bei Edgar, Leute, Pistolero, dann Orochi Edgar, Dr. Edgar, Edgar Tata, Gold, Silber, Düsterschwinge, Mecha Edgar, Mecha Einheit 01 und Einheit 00. Und noch einen. Und Leute, welchen wir noch neu haben, ist ja einmal der Deep Edgar. Ich glaube sogar der Deep Edgar. Was? Ja, der Deep Edgar. Den findest du besser als Mecha Edgar? Also ich würde sagen, ich zeige euch den mal kurz trotzdem, Leute, den Deep, weil der ist dann noch nicht rausgekommen. Aber meiner Meinung nach auf jeden Fall der Mecha Edgar, wegen den Effekten und so. Aber ich zeige trotzdem mal, weil oder der neu doch. Ist. Doch, Mecha Edgar. Ja, also der ist zwar schon ganz geil, finde ich, Leute. Hier, ihr seht die Effekte. Oder nein! Da kann ich 3 von dem nehmen? Nee, nur einen. Also Leute, bei mir ist es auf jeden Fall der hier, der Mecha Edgar Einheit 01. Griff, dann haben wir einmal Schlittenfahrer, Gold, Silber, Highscore oder versunkene Truhe Griff. Highscore. Echt? Leon-Team bewertet ihr heute auch. Und deswegen seht ihr mal... Der hat aber auch echt geile Effekte. Also finde ich schon geil. Okay, Leute. Als nächstes haben wir Grom. Und zwar, wir haben einmal Häschen. Gold, Silber, Franken-Grom oder auch Dazzes-Grom. Da gibt's 2. Also sogar Häschen-Grom. Digga, bei mir mit Abstand der Dazzes-Grom, mit Abstand. Aber ey, soll ich sagen, warum? Weil du den lustig findest? Nein. Warum? Weil er einfach so, wenn er schmeißt und die auf dem Boden landen, ja. Ist einfach so ein Spiegelei. Ach so, deswegen wegen diesem Spiegelei? Ja, und... Ja, und weil es einfach cool ist. Dann haben wir bei Bonnie Herrscherin, Gold, Silber, Einhorn oder Fußball-Bonnie. Herrscherin. Herrscherin, ne? Bei mir auch tatsächlich. Finde ich auch den krassesten, Leute. Der hat auch richtig geile Effekte. Und ja, Herrscherin Bonnie, sehr, sehr krass, Leute. Und zwar, ihr seht's. Weißt du, was krass wäre? Alter, der hat so einen übelst dunklen Effekt, ne? Sehr, sehr heftig. Weißt du, was richtig krass wäre? Wenn für Bonnie ein Mecha-Bonnie. Ey, Mecha Bonnie wäre krass. Leute, dann haben wir als nächstes Gale. Händler, Nussknacker, Silber, Gold oder Squeakbuster. Squeakbuster. Ja, bei mir auch. Den finde ich richtig geil, weil er so ein bisschen diesen Ghostbuster-Style hat. Ja. So, Leute, und zwar hier diese Geister so als Effekte, ne? Mal schauen, was seine Ulti ist. Finde ich richtig krass. Und die Ulti ist so ein Riesengeist. Als nächstes haben wir Trixie Colette, Navigatorin, Gladiatorin, Gold, Silber, dann Inspektorin Colette, dann einmal Pinku Miaulette, Midor, also das sind die Anime-Skins, sage ich jetzt mal. Und dann haben wir noch den Fangirl-Pony. Den hier, der ist cool, ne? Der hat diesen Anime-Zeichenstil, das ist damit einer der ganz wenigen Skins, die das haben. Der ist auf jeden Fall, der war ja im Brawl Pass, aber... Ja, der ist auf jeden Fall echt sehr, sehr cool, Leute. Dann haben wir Bell. Einmal Bell, Goldhand, Efeu-Banditin, Gold, Silber oder Koralle-Bell. Koralle-Bell. Koralle? Okay, bei mir ist es Bell, Goldhand, wegen der goldenen Sniper, sage ich mal. Aber Koralle-Bell finde ich auch auf jeden Fall sehr cool, weil ne, die hat auch so... Die hat auch so coole Effekte. Ja, finde ich eigentlich auch ganz geil. So, dann haben wir einmal Ash, und zwar den Ninja-Ash. Dann Gold, Silber, Pizzaofen-Ash, Pinata-Ash, Krampus-Ash. Boah, Ninja-Chester. Ninja-Ash, krass. Bei mir ist es der Pinata-Ash,
Aber der Ninja Ash, der ist auch geil. Das war mal ein Brawl Pass Skin, als Ash rausgekommen ist. Das also ist echt krass. Boah, der war mal gut, der war mal schlecht. Was ist eigentlich dieser Turm da? Das heißt, dann macht er mehr Schaden, wenn er wütend ist. Also, bei Lola haben wir einmal Rebellen, Sternensturm, Gold, Silber, Gesetzlose, Kitsune. Oder wir haben auch noch den neuen superreiche Lola. Superreiche Lola. Echt? Superreiche? Ah, okay, Leute, dann holen wir uns mal hier superreiche Lola. Doch. Guck mal, hier die Effekte auf jeden Fall. Was schießt die? So Sterne, so ein bisschen. Also ich finde, also der ist schon cool, aber ich finde diesen Kitsune auch besser ein bisschen. Dann haben wir einmal den Caesar Sam, den Yeti Sam, Sam der Teddy, Gold, Silber oder Gruselclown. Sam der Teddy. Den findest du besser als Gruselclown? Oder, Gruselclown. Echt? Ja, okay, weil den finde ich mit Abstand am krassesten. So, Leute, der hat nämlich so, so dunkle Klauen und schau mal, zum Gebiss und so. Der ist schon krass. Was? Auch Hanbok Mandy. Magma Mandy. Finde ich auch, Leute. Ist auf jeden Fall der Brawl Pass Skin auch gewesen und den finde ich ultra krass. Und zwar haben wir einmal hier Magma, zack. Und die Ulti, würde ich sagen, ist ganz cool. Sehr, sehr viel Schaden. Ja. So, dann haben wir einmal Maisie. Da gibt es nur 3 Skins. Und zwar, oder beziehungsweise Gold und Silber halt noch. Tech Maisie. Oder Dschungelkönigin. Dschungelkönigin. Maisie, ja, safe, ne? Sehr nice, Leute. Das ist der Effekt auf jeden Fall. Ist okay, würde ich sagen. Geht natürlich aber auch krasser. Aber ist halt noch ein neuer Brawler, gibt es noch nicht so viel. Dann haben wir Hank, Leute. Der hat tatsächlich 2 Skins. Hightech Hank oder Rodeo Hank. Rodeo Hank. Okay, Leute. Der macht da eine richtig coole Blase. Genau, aber der hat tatsächlich jetzt nicht ultra krasse Effekte, aber der andere halt auch nicht. Und dann haben wir einmal Pearl. Und zwar, wir haben eigentlich nur ein Skin, Vintage Pearl. Larry und Glory, 1 Skin. Dann auf jeden Fall der, ne? Ja. Leute, der hat aber jetzt nicht krasse Effekte. Dann Angelo haben wir auch nur 1 Skin. Elf Angelo, ja, let's go. Dann haben wir Mortis, Leute. Und zwar Rockabilly, den Zylinderträger, Nachthexer, Schurke, Gold, Silber, Strandgänger, Mecha-Mortis, Lichtmecker und Nachtmecker. Ist es der... wieso denn 2? Einer mit Zylinder, einer ohne. Der Lichtmecker ist auch mein Lieblings-Mortis-Skin. Genau, der ist so ein bisschen Gold und ich finde generell, der Mecha-Mortis ist auch übelst krass, Leute. Diese ganzen richtig krassen so Mecha-Effekte. Weißt du, was auch übelst scheiße ist? Was? Der ganze Mortis. Ja, Mortis mag ich auch gar nicht, Leute. Ich bin ganz ehrlich, aber den Skin finde ich cool. Dann haben wir Tara und zwar einmal den Stara. Straßen-Ninja Tara, Gold, Silber. Banditin, Wirbelwind oder auch den Rage Quit. Straßen! Ja. Und zwar, Leute, die ganzen Karten hier. Zack. Richtig, richtig geile Effekte, finde ich persönlich auch. Geiler Skin. Hier nochmal der Strudel. Boom. Dann haben wir bei Genie Pirat, Evil Genie, Gold, Silber oder den Sumpfmonster. Evil, finde ich auch, Leute, ist der krasseste. Okay, Leute, der hat nämlich diese ganzen Feuerhände und Feuereffekte, ne? Das ist richtig krass. Dann haben wir Max und einmal GT Max, Streetwear, Pony, Hermes, Silber, Gold, Leopard oder Panther. Hermes. Hermes, wegen dem Hermesboten? Ja. Der klingelt manchmal bei euch. Mhm. Ja, bei mir auch. Ja, bei mir auch. Ich kenne den gut, der bringt immer Pakete. Und das ist mein Bruder. Der ist dein Bruder? Ja, der ist mein Onkel. Oha, ja, das ist crazy. Bei mir ist es nicht der Onkel. Wer ist dann? Amazon. Wir haben bei Mr. P einmal Agent P, Gold, Silber, Graf, Mr. Fly und den Daruma. Den Daruma. Daruma? Let's go, Leute. Und du? Ja, finde ich auch am krassesten. Leute, weil ich finde auch, der hat, ja, also der ist einfach von der Pose in der Lobby, finde ich, am coolsten. Und ja, von den Fakten eigentlich auch sehr, sehr cool. Bei Sprout haben wir einmal den tropischen Astronaut, Smaragdprinz, Rubinprinz, Giftpflanze, Gold, Silber. Astronaut. Ich würde sagen, Astronaut, weil der fliegen kann und Mondgestein wirft. Ich finde auch den Rubinprinz und Smaragd ganz geil, aber den finde ich tatsächlich auch cooler insgesamt. Das ist schon, den gibt es schon sehr, sehr lange, den Skin, aber es finde ich immer noch eigentlich so der beste Sprout-Skin, den man kaufen kann, Leute. Weil er dieses Mondgestein hier als Effekt hat und auch die Mondgesteinmauer. Dann haben wir Byron und zwar einmal den Magier Byron, Overlord Byron, den Gold, Silber und den Zirkusdirektor. Bei mir auch, ja. Ich finde den zwar auch richtig krass, diesen Zirkusdirektor, aber Overlord ist einfach krass, weil er halt auch diesen Bösewicht-Style hat, ne? Ja.
Genau, Leute. Der attackiert nämlich folgendermaßen. Let's go. Ich bin Byron, ist echt schwer zu spielen. Ja, ja, unnormal. Der ist auch echt schlecht aktuell. Bei Squeak, Leute, haben wir einmal den Elite-Kämpfer, Kartoffel, Gespenst, Mondhäschen, Gold, Silber, den Nerd, Squeak oder den Bastelfreund. Welchen findest du am besten, Leontin? Ich finde Kartoffel am besten. Was? Wirklich? Ja. Bei mir ist es vielleicht sogar Gespenst, Squeak. Was? Ja, ja. Aber Leute, ich würde sagen, Kartoffelsqueak ist für Leontin, weil der so lustig aussieht, oder? Das ist doch nur so ein weißes Ding. Ja, das ist ein Gespenst. Finde ich cool. Ah, oh, okay, let's go. Als nächstes haben wir bei Lu, Leute, einmal König Lu, Romantiker Lu und Burger Pommes Lu. Yeah! Ja, Mann. Burger Lu, Pommes auf die Eins. Pack die Pommes in den Burger rein. McDonald's geht's bei mir Burger Lu. Ja, Burger Pommes Lu. Ganz klar, Leute, der neue Burger Pommes Skin, ey. Alleine wegen Burger Pommes ist der auf der 1, oder? Ja. Ja, Mann, let's go. Okay, Leute. Und der hat auch noch nebenbei sehr geile Effekte tatsächlich. Guck mal, der schießt Pommes. Guck, und da liegen dann so Pommes auf dem Boden. Stimmt. Richtig geil. Und guck mal, die Ulti. Boom. Jetzt so Burger, weißt du, Burger-Dinger, die da rumfliegen und so. Dann haben wir auf jeden Fall Ruffs, Leute. Oder auch früher Colonel Ruffs. Den haben die ja umgenannt. Warum Colonel Ruffs? Der hieß früher Colonel Ruffs, der Brawler. Jetzt heißt er nur noch Ruffs. Warte, warum? Die haben das umgenannt, weil es zu schwer war. Das heißt sowas wie Kommandant oder so. Ronin Ruffs haben wir hier. Marshall, Gold, Silber oder den Ruffs Chimmy. Welchen findest du am besten? Den hier. Ronin? Ja, ich finde den Ruffs... Ja, doch. Doch, ich finde auch denselben am besten. Und Leute, das war auch mal tatsächlich ein Brawl Pass Skin bei der letzten Stufe. Damals war das Stufe 70. Wirklich? Genau, der war am Ende Brawl Pass, Stufe 70 damals. Und ja, meiner Meinung nach auch ein... Ja, schon ganz gut. Ne? Also ich habe den Brawler schon viel gespielt. So über Wände kann man ja immer so attackieren und so weiter. Sehr geil. Leute, bevor es weitergeht, hier habe ich gerade einen legendären Stardrop am Start, Leontin. Und ich würde sagen, den öffnen wir einmal. Oh, okay, 1000 Blinger. Aber weil du doch eh schon alles hast. Ja, dafür ist das ja eigentlich ganz gut, ne? 18.000 Blinger habe ich wieder. Leute, Bass haben wir als nächstes. Schau mal, wir haben einmal Bass, Regisseur Bass, Stargold, also Silber, Buzzet und Kaiju Bass. Und wir haben ja noch einen neuen, in der im nächsten Brawl Pass kommt. Soll ich dir den nochmal schnell zeigen? So, Leute, und zwar haben wir hier den, ja, Fenrir Bass. Der ist ultra, ultra krass, finde ich persönlich, Leute. Da holen wir den jetzt einfach mal ab. Gebt auf jeden Fall Creator Code Lukas einmal im nächsten Brawl Pass. Und ich würde sagen, das ist tatsächlich auch mein Lieblings-Bass-Skin. Warte, ich will nochmal kurz gucken. Ja, warte noch die Farbvarianten vielleicht nochmal, ne, für den Skin. Schau mal. Hier ist nochmal die nächste Farbvariante, der ist so ein bisschen dunkler. Morg Fenrir Bass. Boah, ich glaube dieser Fenrir Bass. Bei mir auch, Leute, der neue. Und zwar, ich finde am besten, ich glaube sogar doch der rote. Der rote ist, finde ich, der beste. Ist der blaue. Echt? Okay, dann, wir testen den mal aus, Leute. Ey, also der ist auf jeden Fall geisteskrank. Der kommt im nächsten Brawl Pass. Genau, also im April Brawl Pass ist der drin. Hä? Aber wieso haben die denn Shelly reingemacht? Boah, der zu Eis! Lol, der ist krass, Mann. Aber wer spielt denn Shelly? Ja, viele. Shelly ist ja jetzt der aktuelle Brawl Pass. Genau. Leute, bei Fang haben wir einmal den furiosen Fang, Octopus Fang, Gold, Silber, Kürbiskopf, Rasender Fang und noch zwei neue Fußballskins. Die gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Und zwar einmal den roten Werfer Fang, Leute. Und einmal den blauen Werfer Fang. Ich will den Kürbiskopf und den blauen Werfer. Okay, ich würde sagen, Leute, wir holen uns mal hier den blauen Werfer und testen den mal. Mein Lieblings-Fang-Skin ist tatsächlich auch der Kürbiskopf. Ne, bin ich ganz ehrlich. Aber wir testen jetzt mal den neuen aus, weil den haben noch viele von euch bestimmt noch nicht gesehen. Wann gibt's den? Keine Ahnung, ich bin ganz ehrlich. Und ihr müsst alle den Poop-Spike holen, der ist am krassesten. Ja, der kommt am 1. April raus, der Poop-Spike. Und boom. Oh. Ja, ich glaube, ich bleibe beim Kürbiskopf sogar. Leute, bei Eve gibt es tatsächlich stachelige Eve, Gold, Silber und Baiku Eve. Baiku Eve. 100% Baiku Eve ist auch mein Lieblingsskin, Leute. Mit diesem Bike, es sieht so ein bisschen aus wie so Tron Legacy, falls das der ein oder andere kennt. Das ist so ein übelst krasser Film. Und so sieht das irgendwie so ein bisschen aus. Finde ich sehr, sehr heftig, den Skin. No joke.
Als nächstes Jeanette, Leute. Valkyrie, Gold, Silber, GeForce, Popstar, Dunkle Fee oder Astronautin Jeanette. Jetzt bin ich mal gespannt, Leute, welche Leontine am besten findet. Die Popstar. Echt? Ja. Popstar Jeanette. Den gab es, glaube ich, sogar auch am 1. April damals. Wirklich? Naja, der kam letztes Jahr, glaube ich, am 1. April raus. Wenn ich mich richtig erinnere, Leute. Und ja, der ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also finde ich auch ganz nice. Mein Lieblingsskin von Jeanette ist aber Astronautin Jeanette. Also tatsächlich. Den finde ich sehr, sehr heftig. So, Leute, bei Otis haben wir tatsächlich einmal den Pfarrer Otis. Gold, Silber, Uni Otis oder den W Otis. Also der Zeta. Der Uni Otis. Der hier. Ja, ich glaube, das ist sogar, auch mein Favorite-Skin. Der ist sehr, sehr krank. No joke, Leute. Unser Lieblings-Otus-Skin. Wir sitzen nochmal hier ganz kurz in-game. Von den Effekten her hat er hier auf jeden Fall sehr kranke Effekte. Schau mal. Und nochmal kurz die Ulti, Leute. Zack. Sieht auf jeden Fall sehr krass aus. Dann haben wir Buster, Leute. Und zwar hat er einmal den Kettensägen-Buster. Gold, Silber oder den Kroko-Buster. Kroko. 100% der Kroko, oder? Ja. Leute, der hat auch das Baby-Kroko am Start. Baby Pommes Kroko. Let's go. Genau. Und zwar, ihr seht schon, auch richtig geile so Krokodil-Dschungel-Effekte so ein bisschen auf jeden Fall. Finde ich sehr stark. Und die Ult vor allem auch. Schau mal. Hier zu blättern. Finde ich sehr cool. Bei Gray gibt es ganz wenige eigentlich nur. Ausreißer Gray. Das ist quasi einfach nur in Blau. Ja, dann einfach den Detektiv und den Detektiv in Grau und Gold-Silber. Detektiv. In welcher Farbe? Der, ne? Ich finde den, glaube ich, auch den Detektiv am besten. Aber ich glaube, den in Grau finde ich den cooler. Aber eigentlich ist der fast genau gleich, Leute. Teste nochmal kurz aus. Und zwar, zack, zack. Ich glaube, der hat diese... Ja, doch schon. Guck, der hat diese Lupe als Loch. Das finde ich ganz geil. Ich habe einen Gegner einmal richtig hops genommen. Mit Gray? Ja. Ey, mit dem kann man... Ey, da kann man richtig gut hops nehmen, die Leute. Das ist krass. Dann haben wir auf jeden Fall einmal RT. Und zwar, wir haben blutroter RT. Oder den Gesetzeshüter oder halt Gold und Silber, ne? Blutroter RT. Blutroter RT, ne? Finde ich auch, Leute. Let's go. Und zwar, Leute, der hat auf jeden Fall einen richtig geilen Effekt auf dieses Auge so, dieses fuselige Auge oder auch, ne, halt boah, hier diese Station. Boah, aber seine Ulti ist immer richtig krass. Ja, die ist krass. Bei Willow haben wir nur zwei Skins. Einmal Skorpion Willow oder Axolotl. Axolotl. Ich finde Skorpion krasser. Nein, den Skorpion meine ich. Den meinst du. Aber es sind halt nur zwei Skins, Leute, nicht so viele. Obwohl Willow jetzt auch schon länger draußen ist. Lange eigentlich schon. Boah, Alter, auch dieser Pack übelst krank. Also, boah, der Brawler ist bestimmt schon anderthalb Jahre draußen. Also, Leute, bei Dog haben wir einmal den Draco-Dog. Das ist der einzige, deswegen ist, würde ich sagen, auch der beste, oder? Also, Leute, wir können ja trotzdem dann sagen, das ist hier der beste Skin. Bei Chuck, Leute, haben wir einmal den teuflischen Chuck, aber es ist ein neuer Skin. Und zwar haben wir noch den für... Scorpi. Digga, den Wüsten-Skorpion-Chuck. Alter, ist der krank. Der ist 100% krass, Digga. Ja. Das wird auch ein legendärer Skin, wie ihr gesehen habt, Leute, für 300 Juwelen. Alter, ist der krank, Bro. Also der ist 100% der krasse. Deswegen testen wir den nochmal aus, Leute. Freut euch auf jeden Fall auch auf den Skin. Alter, so ein Rauch, Digga. Das sieht ja total krank aus. Ey, der ist so heftig, der Skin. Alter, ist der krank. Also Leute, bei Miko haben wir einmal den Wukong Miko, Makaron oder den Weihnachtsmuffel. Weihnachtsmuffel. Wirklich? Bei mir ist es Wukong, aber ich würde sagen, okay, testen wir den mal aus. Und Leute, gleich kommt auf jeden Fall auch jetzt Melody, also der neue Brawler, der noch nicht raus ist. Wann kommt der eigentlich auch mal in den Brawl Pass? Nee, Melody nicht, weil Melody ist mythisch. Ja, ist doch egal. Nee, nur episch maximal. Kommt im Brawl Pass. Aber genau, der Weihnachtsmuffel. Dann haben wir jetzt Melody am Start, Leute. Alter. Hier auf dem Dev-Build-Account. Und zwar hat Melody einmal den Skin Sif Melody. Siffy. Genau, den kaufen wir uns direkt. Let's go. Und zwar, ihr seht ihn, Leute, sehr, 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 sehr krass. Testen wir natürlich jetzt mal direkt aus, weil das ist ja auch der neue Brawler. Und zwar, ihr seht schon, die Attacke. Die macht ja gar nicht viel Schaden. Doch, doch. Guck mal, immer wenn die jemanden trifft, kriegt die diese Dinger um sich rum. Guck mal, wie viel. Und jetzt drehen die sich um sie rum. Und dann macht sie immer richtig viel Damage. Schau mal. Und dann hat sie so diese drei Dashes.
Das ist auf jeden Fall schon ein sehr krasser Brawler. Leute, ich glaube, bei Spike brauchen wir gar nicht viel zu diskutieren. Nein. Es ist ganz klar, Leute. Wir haben hier ganz viele Spike-Skins, aber... Hup, Spike! Entweder auf jeden Fall der Toon-Spike. Was? Der ist sehr krass. Doch, guck doch, ich finde den ultra krass. Aber ich glaube, der Poop-Spike ist der krasseste. Spike. Oder? Spike, ja. Ja, würde ich auch sagen, Leute. Wir kaufen den Poop-Spike. Ja. Let's go. Dünger Spike, April, April. Aber ich bin ganz ehrlich, ich finde auch den Toon-Spike sehr heftig. Also... Ja. Oh, guck mal, wie das aussieht. Stimmt. Digga, ich finde den schon krass. Ich bin ehrlich. Also, ich hab den sogar. Ja, ja, ich auch. Ich würde sagen, wir testen trotzdem Dünger-Spike, ja, weil der ist noch nicht draußen. Ja, ja. Kannst du mal hier testen. Also Leute, allein diese Kackhaufen-Effekte, sag ich mal, das ist zu lustig. Der ist so geil, der Skin. Schau mal, das, ja, da sind sogar noch so wenig. Ey, nicht reintreten, Leon, in die Kacke, weißt du, sonst ist am Schuh dran. Erzähl's nicht. Yeah. Und Alter, man wirft einfach so eine Toilette und dann sind da Kackhaufen. Richtig geil. Nächster Brawler. Leute, bei Crow haben wir Weißer Crow, Phoenix Crow, Mecha, Gold Mecha, Nacht Mecha, Gold, Silber, Captain Crow und Knochenlord Crow. Phoenix Crow. Phoenix Crow? Das ist dein Lieblingsskin? Ja. Ja, okay. Ey, ich verstehe das aber. Der ist geisteskrank. Also, der wurde ja mal überarbeitet. Der sah früher ein bisschen anders aus. Deiner? Boah, das ist echt schwer. Also ich finde den auch ultra krass, den Phoenix Crow. Also? Der hat auch so Feuerhände bekommen. Ich glaube, ich würde auch sagen, doch Phoenix Crow mittlerweile. War auch mal die Mecha Crows anfangs, aber jetzt auf jeden Fall der. Leute, bei Leon haben wir einmal den Haifisch Leon, Werwolf, Sally, Gold, Silber, Dino, Süß oder Saurus, Leon der Streuner. Aber, Leontin, jetzt aber. So, Leute, denn wir haben natürlich noch den Mecha-Leon. Und mein Lieblingsskin ist der Mecha-Leon. Bei dir? Auch. Auch? Digga, schaut euch diesen kranken Skin an. Mecha-Leon. Ich finde den persönlich ultra heftig. Und ey, soll ich dir sagen, zu wem der passt? Zu wem? Zum, Dings. Spider-World holt sich doch bald. Also, Lunches holt sich doch bald mit dem Baby-Krokodil so ein Gecko. Ja, stimmt. So wie so ein Chamäleon ein bisschen, ne? Digga, also, ey, guck dir das an, wie krank diese Effekte sind. Digga, also, das ist mit Abstand der krasse Leon-Skin. Ist auch ein legendärer Skin, Leute. Geisteskrank heftig. Dann haben wir Sandy, und zwar schläfriger Zuckerfreak. Dann haben wir Laternen-Sandy, Gold, Silber oder Sandy Koya. Koya? Ja. Okay, krass. Bei mir ist es auf jeden Fall Laternen-Sandy. Warum? Ey, der hat so einen Raucheffekt um sich herum. So wie so ein Sandsturm, wenn der nur läuft. Das ist sehr krass. Aber ich finde auf jeden Fall auch Sandy Koya ganz cool. Wegen den Effekten. So finde ich auf jeden Fall auch stark. Aber mein Lieblingsskin auf jeden Fall. Schau mal, die Ja, das ist krass mit den Planeten. Also muss ich auch sagen, finde ich auch krass. Dann haben wir Amber, Leute. Und zwar haben wir einmal Amber de la Vega, Gold, Silber oder Eiskönigin. Ich glaube Eiskönigin. Ja, bei mir auch, Leute. Richtig geiler Skin. Und der allein wegen diesen Eiseffekten, oder? Was ich immer cool finde, Leute, das ist ja ein Feuerbrawler und dann hat er komplett Eiseffekte. Also den Skin würde ich euch natürlich auch am meisten empfehlen bei Amber, weil der einfach so krass ist, Digga. Schaut euch an, mega krass. Dann haben wir bei Mac, Leute, einmal Käfer, Monster Truck, Gold, Silber oder auch Megalodon. Monster Truck. Echt? Findest du krasser als den? Ja. Ah, okay, heftig. Einfach Monster Truck. Aber verstehe ich schon wegen dem Monster Truck, weil man da so Monster Truck fahren kann, ne? Leute, zeigt euch auch nochmal kurz, auf jeden Fall. Und zwar, ihr seht schon, boom, im Monster Truck unterwegs. Bam. Richtig geil, Alter, muss ich echt sagen. Bei Search haben wir den Mecha-Paladin, den Do-It-Yourself, Search Kong, Gold, Silber, dann nochmal den Octo-Search und den Surgeon. Octo-Search. Ist auch mein Favorite, Digga. Ich finde den so krass mit diesem Kraken, Leute. Das ist ja auch ein Supercell Makes, geht aus der Community, finde ich auch ultra, ultra krass. Supercell Makes, denn? Also den hat ein Zuschauer erstellt und dann wurde der von Supercell reingenommen ins Spiel. Obwohl das quasi ein Zuschauer-Skin war. Sehr, sehr krass. Dann haben wir bei Chester einmal den finsteren Gold-Silber-Naturgeist und den Loki-Chester. Das ist ein Ranked-Skin, ein neuer. Den kann ich gerade nicht freischalten, aber ihr seht den jetzt mal hier eingeblendet zusätzlich. Ich weiß aber nicht, wie der aussieht. Der Loki-Chester. Ich würde sagen, der Loki-Chester ist schon der krasseste, aber von denen, die ich habe, ist wahrscheinlich der krasseste, der Naturgeist. Probieren wir den nochmal kurz aus. Das ist jetzt schwer zu beschreiben, also man sieht den auf jeden Fall ja gerade an eingeblendet im Video. Musst du dann gucken. Ich sehe es nichts. Ja, Leontin sieht ihn gerade nicht. Oh Mann, ey. Dann haben wir Cordelius. Und zwar haben wir einmal den Giftpilz, Sporenhirn und den Plünderer. Und danach Gold, Silber. Sporenhirn.
Sporen hören. Ja. Finde ich auch sehr krass. Let's go. Das ist auch dein Lieblingsskin. Ja. Aber ich glaube, bei Cordelius gibt es sogar noch einen neuen. Welcher? Ich glaube, wir müssen uns gleich mal angucken, Leute. Aber meiner Meinung nach auch ein sehr krasser Skin. Let's go. Und zwar mit den Odin Cordelius. Ja, der ist besser. Ja, der ist eigentlich echt noch krasser, oder? Ja. Ich würde sagen, Leute, freigeschaltet ist er von Nordische Saga. Und ich würde sagen, komm, den müssen wir auch nochmal kurz testen. Ganz wichtig. Alter, ist der krank. Alter. Junge, was? Sau, sau heftig, Leute. Guck mal, also bei der Ulti weiß ich jetzt nicht, ob da... Alter, da fliegt einfach so ein Vogel. Ja, ja. Das ist sau krass. Und der letzte Brawler. Alter. Und zwar Kid, Leute. Wir haben einmal Kid Boxer, Billy the Kid, Kid Boxer Goldpfote und Kid Boxer Dunkelpfote. Finde ich auch, Leute, wegen der goldenen Pfote. Gold ist immer am krassesten, finde ich. Oder Diamant, ne? Danach eigentlich noch. Und zwar, Leute, ihr seht nochmal die Effekte. Zack. Haben auch sehr viele durch den Brawl Pass natürlich. Aber richtig geil. Damit, das war's mit dem Video. Lasst ein Like, dann kostet es ein Abo. Ciao, ciao.